Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Mein Name ist Monika. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige der Luft, meine lieben Zwillinge geboren. Dies ist die Legung für euch im Bereich des Reichtums. Es ist der vierte Wohlfühlbereich eures Zuhauses und dieser ist dem Element Holz zugeordnet. Und wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, dann schaut euch gerne meine Videos an zu den einzelnen Bagua-Bereichen. Ihr seht hier alle neun Bagua-Bereiche und alle neuen Lebensbereiche. Und wir befinden uns hier gerade im Bereich des Reichtums. Und wie ihr seht, ist dieser Bereich mit Grün unterlegt. Und Grün steht für das Element Holz, genauso wie der Familienbereich. Ja? Und wenn ihr da noch mehr darüber erfahren wollt, dann gebt auf meiner Kanalseite oben bei der kleinen Lupe ein, vierter Wohlfühlbereich Reichtum deines Zuhauses. Und du erfährst, wie du diesen Bereich nähren, fördern und stärken kannst, sodass dann bei dir, bei euch, meine Lieben, die wunderbare Ringelblumensonne aufgeht. So. Jetzt schauen wir mal. Ja, warum sollten wir überhaupt den wichtigen Wohlfühlbereich Reichtum oder auch Wohlstand unseres Zuhauses stärken? Einmal natürlich, um tatsächlich mehr finanzielle Einnahmen zu generieren, ja, oder wenn wir zum Beispiel bestimmte konkrete Vorhaben haben oder spezielle Wünsche haben, die halt auch etwas kosten, damit dann der Geldfluss ja, besser gelingt. Und auch, es ist auch wichtig, diesen Bereich des Reichtums zu stärken, um auch wiederum dankbarer zu werden, meine Lieben. Jetzt schaue ich mal, was hier für Karten raus wollen für euch, meine lieben Zwillinge. Na, ich tue noch ein bisschen mischen. Meinen grünen, überwiegend grünen Karten. Ich schaue mal, aber ich glaube, ich nehme jetzt einfach intuitiv eine. Ich nehme die hier. Okay, danke schön. Schauen wir mal. Schaut mal, die junge Dame, die hat hier, ja, die ist hier in einer Position des, nicht nur des Nachdenkens, sondern sie hat eine leichte Verzweiflung, würde ich schon fast sagen, ja, oder sie wirkt erschöpft, ja. Also das ist spannend, weil schaut mal, was hier Besserung bringen könnte, ist dieses Bild. Der Hund, dein bester Freund, ja. Natürlich kann ein Tier einem unglaublich viel geben. Vor allen Dingen Freundschaft, Nähe, Geborgenheit, ja. Wenn man ein Tier streichelt, dann entstresst uns Menschen das sehr, ja. Vielleicht wäre das eine Lösung für diesen Zustand hier, ja. Vielleicht befindet ihr euch, meine lieben Zwillinge und Pferdemenschen, gerade in diesem Zustand, was natürlich nicht so schön wäre. Denn ich will mit euch, ja, einen Neustart zur Jahresmitte im Bereich des Reichtums erwirken. Dies war der Titel eines Fachbeitrages in einem Magazin für Komplementärmedizin. Und da ging es um Heilpflanzen, die einem bei einem Neustart helfen können. Unter anderem ging es hier um das Johanniskraut. Also das Johanniskraut hilft einem tatsächlich auch aus so einem, ja, angespannten und vielleicht auch leicht depressiven Zustand herauszukommen, meine Lieben. Also ich hoffe jetzt zwar nicht, dass es für euch spricht, aber irgendeinen Sinn hat es ja, dass die Karte sich zeigt.
Ich schaue mal weiter und bevor ich weiter schaue, begrüße ich euch noch, meine ganz lieben Pferdemenschen in der chinesischen Astrologie. Ihr seid selbstbewusste, unabhängige Teamplayer, genauso wie meine lieben Zwillinge-Menschen. Jetzt frage ich mal die Naturengel, was sie meinen zum Thema des Reichtums. Hui, habt ihr gesehen, wie die rausgeflogen ist? Die Karte. Loslassen, schaut mal. Es geht um das Thema Loslassen bei euch. Ihr müsst hier etwas loslassen, meine Lieben. Hoppala, Entschuldigung. Entschuldigung, meine lieben Zwillinge. Schaut mal, ihr müsst hier etwas loslassen. Schau, die Dame hat hier einen roten Schal um den Hals. Ja, so ein Schal, der kann einen auch einmal einengen. So jetzt bestimmt nicht, aber ja, es gibt Situationen, die einen eng machen, tatsächlich, ja. Und zum Beispiel Angina, also die Hals- oder Mandelentzündung, ja, kommt aus dem lateinischen Angus und es steht für eng, ja. Wenn ich eine Halsentzündung habe, dann bin ich erstens entzündet und zweitens macht mich etwas eng, ja. Und sie hat den Schal hier schon gelockert, ja. Und vielleicht geht es einfach darum, eine bestimmte Situation endlich loszulassen, ja. Ja, es gibt da sogar eine Übung aus dem Schamanischen. Da könntet ihr euch, genau, das könntet ihr euch auch gönnen. Und zwar, es ist ganz einfach, ihr nehmt eine Schnur, eine längere Schnur, es muss also kein Schal sein. Eine Schnur, geht zu einem Baum in die Natur und hängt die Schnur über den Ast des Baumes. Und unten verbindet ihr die Schnur einmal, ja, und dann zieht ihr sie ganz zusammen, ja, wie als würde man einen Knoten machen am Ast. Und das steht für eine ganz enge Bindung zu einem Menschen oder zu einer Situation. Und je nachdem, welche Situation euch da belastet. Und jetzt lockert ihr diesen Knoten wieder, ja, macht auf, so lange, bis es sich für euch angenehm anfühlt, ja. Und so kann man also dann zu enge Bindungen diesem Baum übergeben, ja. Und genau, oder zu eng oder Situationen, die einem nicht mehr gut tun, ja. Und es fühlt sich dann wesentlich entspannter an, meine Lieben, ja. Das kommt mir hier gerade so, ja, bei diesen Bildern hier. Wow, meine Lieben. Dann schaue ich mal mit dem Tarot. Was ist denn da bei euch los im Bereich des Reichtums, meine Lieben? Was darf ich denn da wissen? Okay. Dankeschön. Bekomme ich die Königin der Münzen und zwei der Münzen. Aha. An sich gar keine schlechten Karten, meine Lieben. Schaut mal. Ihr zeigt euch hier in der Energie der Königin der Münzen. Hier haben wir die Münze, eine prachtvolle Königin. Schaut mal, die sitzt hier auf ihrem Thron, ganz stabil und lässt sich da auch nicht vertreiben. Ja, die weiß genau, wie man dorthin kommt. Ja, und die bleibt da auch sitzen, meine Lieben. Normalerweise seid ihr als Zwillinge Menschen die Königinnen und Könige der Schwerter. Aber hier geht es um eure Energie, also ihr habt auch Münzenergie anscheinend und das ist eigentlich nur von Vorteil, ja. Das ist eine sehr stabile Energie. Und ich habe hier zwei der Münzen. Schaut mal, auch eine wunderschöne Karte. So rum sieht es aus wie die Lemniskate, ja. Das Unendlichkeitszeichen, ja. Genau. Oder es sieht auch aus wie eine Schlange, also etwas, was schon länger geht. Das heißt, es kann sein, dass ihr hier zwei Herren dient, ja, also zwei Sachen, zwei Situationen und dass das schon länger geht, ja, und dass euch das natürlich auch mal in so einen Zustand hier bringen kann, ja.
Wenn man sich längerfristig auf zwei Jobs zum Beispiel konzentrieren muss, ist es schon eine Herausforderung, meine Lieben, ja. Also dann wäre es wirklich an der Zeit, eine Gelegenheit von den beiden loszulassen. Eine von diesen beiden Gelegenheiten loslassen, meine Lieben, ja. Das wäre wahrscheinlich wichtig für euch. Ja, damit ihr wieder oder noch besser in diese Energie hier kommt, meine Lieben, ja. So, dann schaue ich mal mit dem mystischen Lenormand. Mal schauen. Möchte ich noch mal wissen, was es hier mit auf sich hat oder mit diesem Loslassen. Wen oder was sollt ihr loslassen, weil ihr in diesem Zustand seid? Wen oder was soll der Lob? Ah, okay. Verstehe. Ihr sollt eure Selbstzweifel loslassen. Seht ihr, meine Hündin meint das auch gerade. Kleinen Moment. Kleinen Moment. Die schlägt gerade Alarm, aber es ist jemand da. So. Anscheinend ist das wichtig für euch. Wow. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay. Also hier kommen die Routen. Hier kommen die Routen. Das ist die Nummer 11 im Lenormand und 1 plus 1 gibt 2. Wir haben also hier auch 1, 2. Hier die 2. 1, 1. 1 plus 1 gibt 2. Auch die 2. Diese zwei Dinge, die euch stark Selbstzweifel bescheren, ja, oder Selbstbestrafung sogar, ja. Also, ich meine, ihr seid bestimmt schon belastbar, aber irgendwo ist natürlich auch eine Grenze. Und schaut mal, hier geht es darum, womöglich jemanden auch oder eine Situation loszulassen, die euch einfach zu heftig ist, ja. Ihr seht hier diesen Bären, der also seinen Unmut kundtut. Und das können also Menschen sein, die sehr, sehr laut sind, auch gern streitsüchtig sind. Vielleicht gibt es eine Situation, die euch einfach nicht mehr gut tut, ja. Und dann sollt ihr das loslassen hier, ja. So eine Energie hier bitte loslassen, ja. Lasst es los, meine Lieben. Es tut euch nicht gut, ja. Und dann kommt ihr aus euren Selbstzweifeln auch raus und ihr dürft Nein sagen, ihr dürft Grenzen setzen, ja. Ihr dürft ein Stoppschild zeigen, ja. Also, das ist euer gutes Recht, meine Lieben, ja. So, und wenn ihr das tut, wenn ihr Stopp sagt, wenn ihr sagt, nein, ich mache das nicht mehr oder ich mag da nicht mehr, ich konzentriere mich jetzt auf eine Sache. Wie wird es dann ausgehen? Wird es dann gut ausgehen? Schauen wir mal. Schauen wir mal, was sich da zeigen wird. Wenn ihr jetzt eine der beiden Gelegenheiten oder Menschen loslasst, dann, ja, dann kommt es zur Transformation. Ja, genau. Genau, schaut. Dann kommt es zur Transformation, dann kommt eure Transformation. Und schaut mal, ihr dürft dann eine Entscheidung treffen und den Weg gehen, der für euch der bessere Weg ist. Ja, das kann der hier sein oder es kann der hier sein. Wunderbar. Und was kommt danach? Was kommt dann? Kommt dann die Erfüllung für euch, meine Lieben? Wird es dann gut werden? Wie? Die hat sich noch rumgedreht. Ja. Ja. Schaut mal, dann werden sich die Wolken auflösen, ja? Hier sind die Wolken noch schwarz und verhangen und hier lösen sie sich auf, ja? Und
dann wird es euer Schicksal sein, was dann auf euch zukommt, ja? Das wird euer Schicksal sein. Und dann schaue ich mal. Wow, oh, schaut mal, dann wird es schön. Schaut mal, dann wird es richtig gut. Wow, schaut. Da ist der Baum gekommen, ja? Dann kommt es zur Heilung. Ja, schaut mal, zur Heilung. Dann seid ihr nicht mehr in diesem zweifelnden, verzweifelten, nachdenklichen Zustand, ja? Sondern dann kommt der Neustart zur Jahresmitte. Dann, wenn alles ergrünt und erblüht, meine Lieben, ja? Und hier kommt noch der Ring dazu. Ja, schaut mal, der Ring, da geht es auch um etwas Beständiges, genau wie bei dem Baum. Ja, ein Baum ist verwurzelt und tragfähig, ja. Und hier der Ring, da geht es um etwas Beständiges. Und wer weiß, vielleicht kommt sogar dann euer Schicksalspartner in euer Leben, ja, wer weiß. Ja, es könnte es sein, meine Lieben. Ja, wunderbar. Dann schaue ich mal, was will der kleine Engel euch noch sagen, meine Lieben? Was will der kleine Engel euch noch mit auf den Weg geben? Oh, danke schön. Der ist schon hingeflogen. Schaut mal, der ist hier auf die Schicksalskarte geflogen. Wow. Jeder Tag ist ein neues Leben. Das ist eine Bestätigung dafür, dass ihr hier eine Entscheidung zu euren Gunsten treffen sollt. Ja, ihr sollt hier eine Entscheidung treffen, welchen Weg ihr einschlagt. Ja, und dann habt ihr jeden Tag ein neues Leben wieder. Und zwar ein wirkliches schönes Leben. Schaut mal diese Farben hier, wie wunderschön die sind. Ja, das heißt, wenn ihr etwas loslasst, dann habt ihr jeden Tag ein neues Leben, ein schönes Leben, wo alles grünt und blüht, ja, meine Lieben. Das ist das Ziel für euch. Das ist ja wunderschön. Und auch eben zum Thema Reichtum. Ich meine, ich hatte ja gesagt, der Reichtum ist dem Element Holz angehörig. Da geht es um das Grün der Bäume und Blätter. Und ihr seht ja hier, wird alles grün und schön. Genau. Und dann könnt ihr diesen Zustand hier einfach hinter euch lassen, meine Lieben. Wunder, wunderschön, meine Lieben. Jetzt hoffe ich, dass ich euch etwas Sinnhaftes mit auf den Weg geben konnte. Ich freue mich sehr über einen Daumen hoch. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir ein Abo schenkt. Vielen herzlichen Dank. Und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, meine Lieben. Bis dahin, macht es gut. Servus.